zurück auf meinem Kanal. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Elsa und begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch wieder mit auf eine wahnsinnig schöne Tour mitnehmen. Diesmal befinde ich mich in Schönau am Königssee und werde euch heute mit zum Königssee und mit zum Obersee nehmen. Das Ganze geht alles mit dem Boot vom Königssee zum Obersee, weil es kaum Möglichkeiten und kaum Wanderwege gibt, die jetzt von Schönau am Königssee rüber zum Obersee führen. Aber diese Bootstour bietet atemberaubende Ausblicke. Ganz besondere Ausblicke gibt es vor allem, wenn die Sonne noch nicht über die Gipfel drüber gekommen ist und man einen ganz mystischen Anblick auf den Königssee hat. Ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze, den Weg vom Königssee und zum Obersee und die absolut herrliche Landschaft, die man dabei genießen kann. Wenn ihr also alles über diese Tour wissen wollt, dann würde ich vorschlagen, dann bleibt jetzt am besten dran. Der Königssee ist im Übrigen an seinem tiefsten Punkt bis zu 200 Meter tief und damit der tiefste See Bayerns. Tatsächlich bekommt er eine Maximaltemperatur von 20 Grad, aber nur, wenn wirklich auch sehr viel Sonne drauf scheint. Also das kann nur im Sommer passieren. Ich habe gefragt und habe mir sagen lassen, dass der See aktuell eine Temperatur zwischen 10 und 12 Grad hat. Seid ihr schon mal am Königssee gewesen? Habt ihr auch schon mal diese Schifffahrt gemacht? Schreibt mir das doch unbedingt auch ins Kommentarfeld. Ich finde es total spannend, auch wenn man sich gegenseitig auch Ausflugstipps auch gibt. Und mich würde, wie gesagt, auch total interessieren, ob ich hier in der Ecke schon mal unterwegs war und auch diese Bootstour schon mal gemacht habe.
Der Obersee ist die kleine Schwester vom Königssee und ist ganz bekannt dafür, dass sich die Berge im Wasser spiegeln, was wirklich atemberaubend schön ist. Und der Obersee leuchtet in tollen türkisen Farben. Ich würde sagen, seht selbst und schaut es euch einfach mal an. Aber ich bin absolut begeistert von dem Ausblick auf den Obersee. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt wieder zurück auf den Weg und nehme das Boot zurück zum Königssee bzw. nach Schönau und werde dann noch ein Geheimtipp für euch bereithalten. Um den Tag abzuschließen, ist noch ein Spaziergang zum Malerwinkel-Aussichtspunkt. Man braucht von der Bootsstation knappe 20 Minuten hier zum Aussichtspunkt und hat wirklich einen atemberaubenden Ausblick auf den Königssee. Servus! Ich verabschiede mich jetzt in diesem Video von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude in diesem Video und konntet ein paar Impressionen und Eindrücke hier von dieser wunderschönen Region, vom Königssee, vom Obersee und vom Berchtesgadener Land bekommen. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, wenn euch das Video gefallen hat. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, damit ich das auch weiß. Und hinterlasst mir ein Abo, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen.